Hallo und willkommen zu meinem nächsten Opening. Heute mal wieder mit Echo des Donners GX Hunting. Das habt ihr auch schon in der letzten Folge gesehen. Da haben wir leider keine GX-Karte gezogen, aber trotzdem einige andere schöne Pulls. Schaut doch gerne nochmal vorbei. Und wenn es euch heute gefällt, dann lasst auch hier gerne ein Like da, kommentiert gerne, denn es ist eine kleine Premiere für mich. Ich werde zum ersten Mal so welche Booster öffnen mit, ich habe keine Ahnung, wie man die jetzt gerade nennt. Vielleicht kann mir das einer mal in die Kommentare schreiben. Ich nenne sie einfach jetzt mal hier Einpack Blister Booster. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also erstmal hier die Booster schön aufreißen, weil die habe ich gut und billig erstanden. Und da sagt man ja immer, die wären nicht abgewogen. Deswegen schauen wir mal, ob da wirklich ein cooler Hit rauskommen kann. Wir machen wieder die Reihenfolge wie beim letzten Opening. Celebi, Lugia und Coplosio. Seraora habe ich leider nicht bekommen. Schade, schade. Aber echt genial. So welche Booster mal zu öffnen, weil ich wollte es einmal machen. Die gab es ja bisher nur meistens in Englisch, aber das sind deutsche Echo des Donners Boosters. Und ich habe ja schon im letzten Video erzählt, ja, wir wollen ja fürs Sonderset sparen und deswegen kommen nur noch kleinere Openings mit Sachen, die ich noch rumliegen habe hier. Oder halt Sachen wie das hier, was jetzt nicht so viel Geld kostet, weil wir wollen ja zum Sonderset eskalieren. Ich weiß noch nicht genau, was ich alles öffnen werde, aber ja, ich werde einiges dazu öffnen. Also fangen wir an. Wünscht mir wieder Pack Luck. Und ja, hoffentlich gefällt euch das Video. Und ihr wisst es ja, wenn ich was Gutes ziehe, dann kriegt ihr meistens, wenn ich das nicht vergesse, einen Code. Und wir schauen mal, was uns hier in dem ersten Booster-Pack erwartet. Ich hoffe mindestens eine Holo, dass wir heute mindestens eine Holo haben. Das ist nämlich natürlich schön. Und natürlich auch gerne, wenn wir einen guten Hit haben, kommentieren, ob euch die Karte gefällt oder nicht. So, wir haben hier eine unscharfe Kampfenergie, die jetzt fokussiert ist. Kecleon. Laternecto, Zombiris, Robal, Mehikel, Onyx, Trasla, Feuerigel, Reverse Chaluco und Lavados in Rare. Schade. Der erste Booster war noch nicht so gut. Ja, wie gesagt, ausprobieren. Einfach mal, ich hatte Bock dazu, hab die für einen guten Preis bekommen und deswegen einfach mal testen, ob da was Gutes rauskommt. Und ihr habt ein kleines Video zur Unterhaltung und wir schauen einfach mal, was mich hier sonst noch so erwarten könnte in diesem Opening. Dann machen wir 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. War richtig, okay, ich wollte schon sagen, nicht verzählen. Dann, es kann wieder schnell gehen, dieses Video, leider. Eine Elektroenergie. Wie gesagt, sind kleine kurze Openings, um euch noch die Zeit bis zum nächsten Set zu versüßen. Hornweisel, Scarabon, deswegen hoffe ich, dass euch das gefällt. Pinsir, Voltilam, Funfi aus Wolle, Ninkada, Wommel, Lampi, Chevrom und Meloetta. Okay, Experiment gescheitert, würde ich behaupten. Außer hier kommt noch ein mega krasser Pull bei Coplosio raus. Ich hoffe es doch sehr. Aber okay, ja, wir haben aber wenigstens Spaß beim Öffnen gehabt. Und ihr habt ein kleines Video gehabt. Und kurioserweise keine Trainerkarten. Habe ich keine Trainerkarten gezogen, das ist seltsam. So, und dann 4 nach vorne und aufs letzte Booster hoffen. Nochmal mir Luck wünschen. Eine Feenenergie. Zombiris. Elektrokraft. Als normale Karte, ich glaube, die geht sowas. Satu. Schneckmack. Pepek. Knirfisch. Dedenne. Feuerigel. Raikou Reverse Wear. Und Siberio. Okay, ja, das war im Moment nichts Berauschendes, wenigstens eine Reverse-Wear. Ja, das ist meistens immer so bei meinen GX-Hunting-Videos, eine Folge gut, die nächste Folge wieder schlecht, das heißt die nächste Folge, wenn ich eine plane, ich weiß nicht, ob ich noch eine dazwischen gepackt bekomme, bevor das neue Set rauskommt, sonst ansonsten zum neuen Set, wird dann wieder hoffentlich gut und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen und ja, ihr könnt ja mal schreiben von den Rare-Karten, welche euch am besten gefallen hat. Und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.